Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung, gestern bin ich hier total zugerotzt. Mein Hals ist voller Schleim. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Und ich bin in einem Raum, wo viele Türen sind. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. So, ich bin in der Kreativen, wie ihr seht, das sind schon an den Steinen in meinen Händen. Und ich bereite so ein kleines Halloween-Spezial vor. Für die kleine Bande, die hier auf meinem Server aktiv ist und spielt. Ich brauche hier eine Stufe, sehe ich gerade. Stufe. Eine Treppe. Dunkle. So, das kann wegpacken, das brauche ich nicht mehr. Ich bin das gelassen, natürlich. Okay, das ist auch happy. Dieser Spinnspawner war schon hier. Alle anderen Spawner habe ich dann hier platziert. Oh, ich muss noch einen Zombie-Spawner noch irgendwo hin platzieren, glaube ich. So. Und. Dieses Video wird wahrscheinlich auch wieder zeitgleich. Oder nachdem auf jeden Fall die Jungs dieses die Level hier betreten durften. Hallo. Interesse. Wächter. Oh, hier ist voller Wächter hier. Hier los. Ach, da ist die Hexe. Ja, ist klar. Du musst schon Magier und Hexen sporen eigentlich, aber nicht diese Wächter hier. Wie ich das hier mache. Ein bisschen nicht muss hier sein, ne? Das ist jetzt schon klar. Also dieser Raum ist ja unglaubwürdig. So. So. Okay, dann ein Bad. Okay. Also hier sind, das soll der Endkampf sein, sozusagen. Leider, waren auf Server leider kein, nennt sich das? Ich kaufe den Namen jetzt nicht. Was ist das? Kein. Wie nennt sich das? Also Adventure Mod oder so, ja? Haben wir nicht. Wir müssen es leider irgendwie so hinbekommen. Dann sind wir auch da alleine. Wunderbar, das müssen wir irgendwas bauen. Okay. Da ist schon ein Stück Wand von uns. Dann hauen wir hier noch ein bisschen Wand hin. Das geht. So. So. Jetzt kommt man hier die Hölle in der Runde. Ich weiß jetzt nicht, jetzt, wie laut das jetzt ist. Das letzte Mal, als ich Frauen geguckt habe, habe ich das einfach nicht auf dem Namen zu hören. Aber, ja, das ist ein Ding, ne? Wie die auch hier gerade alles verstellt hat. Ich habe so ein bisschen eine Einstellung gespielt, das kann sein, dass das eben leider doch zu empfindlich ist und den Fernsehhintergrund aufnimmt. Ich mache das ganz eigentlich ganz gerne, wenn im Hintergrund so halt im Fernseher läuft und ich vollgequatscht werde. So. Hier auch Steine raus. So, dass sie auch nicht von unten kommen können und auch nicht nach unten fliehen können. Das ist echt wichtig. So. So. Haben die Banache? Die haben wir auch noch weg. Ich komme mit unserem anderen Bauprojekt nicht in Konflikt. Weil dann müsste ich später das im Kreativmodus wieder abbauen. Das habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich hoffe, das ist noch alles unter dem Berg, den wir nicht aufbauen wollen. Ach, oh Quatsch. Das war schon mal was nicht. Hier ist noch weg. Hier kommt schon auf die Seite. Thank you.
Okay, dann haben wir hier noch ein Rauchfrüchchen, das ich gespielt habe. Muss ich natürlich auch hier raus. So. Ich bin jetzt leider mal weg. Tut mir leid. Ah, okay, schon. Kann nicht lange. Das kann nicht lange. Das kann bleiben. Das kann sein. Soll ich dann? Monster-Spawner? Okay, da kommt Monster-Spawner. Den brauche ich ja, wie gesagt, noch. Ich muss noch ein paar Zombie-Spawner platzieren. Achso, wenn ihr in Kreativmodus Monster-Spawner platzieren wollt, standardmäßig. Standardmäßig würde so ein Schweine-Spawner soll stehen. Aber, ich tue es mal hier einfach hin, weil ein Spawner hier, so tun wir mal hin, den Spawner. Also geht das eigentlich hier in die Ecke rein? Wenn wir das ausprobieren, ob das geht. So. So, jetzt geht der Spawner mal hier so rein. So, das ist ein Schweinespawner. Das wollen wir natürlich nicht. Business Lab wollen wir auch nicht. So, ne, wir haben das noch. Das ist ein Ei. Ne, haben wir es jetzt noch? Wie heißt die? Erschaffe. So, okay. So, wir brauchen jetzt eine Zombie. Höhlenklinge, Huhn, Kuh, Creeper können wir auch erschaffen. Esel, Lama, Wüstenzombie. Würde ein Wüstenzombie eigentlich reinpassen? Mal ausprobieren einfach. Aber was können? Den kann ich wieder wegpacken. Den normalen Zombie bringen. Lama nicht. Lama passen hier nicht so ganz dran. Wächter, Gast. Nee. Was auch nicht betreiben sollen. Schon schwer haben. Dann auch ruhig gerne ein paar Mal hier ihre Sachen verstreuen. Aber doch irgendwie schaffbar. Ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen ausgewogen hin. Auf Bewohner, Diener, Hexe, Skelett, Wolf, Zombie, Zombie-Pferd, Schweine-Zombie, Dorfbewohner-Zombie. Ein Dorfbewohner-Zombie, der passt gut. Eine Dorfbewohner-Zombie machen wir immer. Ja, das brauche ich nicht mehr. So, Dorfbewohner-Zombie. So, dann kommen wir hier rein, ne? Dorfbewohner-Zombie. Ich spawn trotzdem. Alles klar, das ist wunderbar. Da kann man das da hinpacken. Dann sieht man das auch nicht sofort. Kann ich die Spawner so ein bisschen verstecken. So. Alles klar, dann machen wir weiter. Ist dunkel, weil es ja dieser der Erdenstein ist hier, da nennt sich das Endstein. So. Ja? Also, wie heißt denn die Steine? Grundstein, so. Grundstein, da. Kann man solche Sachen einfach nicht merken. Doch, ein bisschen. Ja. Was ist das? Alter, ja, da. Das ist immer ein bisschen vorbei, sich Dinge merken zu können. Diese Säule mal weg. So, da auch. Ha, von einem Kraft den Tausch schon weg. Haha, gerade drum. So. Weiß ich jetzt noch nicht. Weiß ich noch nicht, wie ich das hier mache. Unentschlossen, wie das hier so laufen soll. Ja. Natürlich befinden sich dann diese Steine in im Bereich, wo sie eigentlich normalerweise nicht sind. Die sind nicht besonders tief. Aber ich möchte vermeiden, dass die Gäste sich irgendwo hindurchgraben, um zu fliehen. Wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle,
treten sie in der heiligen Hallen ran. Wir gehen mit euch gleich hier durch, keine Sorge. Ja, und die Tür öffnet sich per Druckplatte. So, und wenn die Druckplatte verlassen und in den Raum reintreten, klappt die Tür natürlich zu. Ja. So, jetzt muss mir natürlich noch was einfallen lassen, damit sie die Tür nicht mit der Spitzhacke abbauen. Oder wenn die es dann tun, das ist doch sehr unangenehm wird. Raus? Ich weiß noch nicht. Ich bin so unentschlossen noch, was das hier werden soll. Ich habe auch schon Plan. So. Ja, aber da haben wir schon Wand da. Ja, dann ist die weg. Ja, da muss man die Wand auch wegmachen. Dann kann ich das geschenken. Dann machen die Decke halt. Ja, der sieht so schön aus. Weg damit. So. Das ist jetzt hier. Mhm. Okay. Machen wir das auch mal weg. So. So, machen wir mal weg. Machen wir alles mal weg. Okay. Ja. Ich habe dann nach diesen Zombie-Geschichten gegoogelt, wie kann ich aus dem Schweinespawner einen Zombie-Spawner machen. Ich bin dann ganz zufällig drauf gekommen, weil ich habe im Internet Google nicht gefunden. Ich hatte das Zombie-Spawner eingeben, wie ich wollte, aber da stand nicht explizit drin, wie man das macht. Oder ich bin einfach zu blind oder zu dumm dafür, das zu finden. So. Ja, das ist hier auch zu. Na klar. So. Dann sollten wir diesen Bereich, weil das ja hier auch schon zugehört im Dreck, auch zu dem Bereich machen. Auch wenn diese Bereiche hier irgendwie nicht viel bringt. Also jetzt wüsste ich ja noch nicht, was ich da hier hinpacke. So. Das und hier die Wand natürlich noch weg und die Decke hier noch weg. Oh, schau mal, das Eisen so. Natürlich ja hier auch zu. So. Ab, das ist hier zu. Hoppla. Jetzt hier werde ich von unten sehen, wo wir hier halt Räumlichkeiten überall hingehen. Das Problem ist, gleich direkt. Ja. Ah, gleich wollte ich ja noch hier lassen. Aber die fliegen automatisch ab, aber ich noch nicht. So. So. Mhm. So. Oh ja, wie sollen wir so Räumlichkeiten beenden? Also hier ist Ende. Fahnenstange. Hier geht es nicht weiter. Und hier endet es auch. Weiter gehen wir hier nicht. Nur Teile der Mine übernehmen wir. Natürlich das hier, machen wir alles hier. Oh, die Spinne, die wollte bleiben. Die wollte bleiben. Aber hier mal sitzen. Kein Problem. Wenn ihr Ideen habt, was hier, gut reinpassen würde. Scheiße, das bringt ja gar nichts. Wenn ihr alle Ideen habt, dann ist das ja schon abgedreht mit dem. Wie mache ich das? Ich finde ich immer so mal diese Videos nicht. Das kann ich das theoretisch ja doch vorher reintun. Ich will das hier auch letztendlich nicht bringen. Ich sehe ja auch nicht jetzt alles, wo jetzt was ist. Moment, habe ich noch keinen Rundgang mit euch gemacht. Wer soll mir einen Rundgang schenken? Und dann habt ihr die Möglichkeit, mir zu wissen, was ich denn noch hier Schönes einbauen kann.
Was nicht alles übertrieben schwer macht natürlich. Das muss ja immer noch irgendwie schaffbar sein alles. Ja, die Jungs, ich weiß, habt ihr auf jeden Fall die Ausrüstung. Also das haben die schon. Wie weit sie sich verzaubert haben, weiß ich nicht. Ich habe denen empfohlen, das Trupp vorzubereiten für ein Abenteuer, das ich sie schicken will, möchte. So. Setze ich hier nicht hin, damit eventuelle Einrichtungen, die ich platziere, nicht weggesprengt wird. So, haben wir es. Ja, dieser Bereich ist auch ausgestattet. Legen wir hier noch ein paar Gleise hin, ne? Dass der wieder diese Sphäre wieder hat. Legen wir noch ein paar Gleise hin. Ein paar Gleise. Ist der Bau nicht. Dann TNT-Rohre, nein, gar keinen Fall. Trichterlore auch, eine Güterlore hier. Eine Güterlore möchte ich haben. Das kann gut gebrauchen. Und jetzt kann ich schon wieder weg, das können wir jetzt halt wieder herstellen. So. So, machen wir das. Ich glaube, der ist mein Weg. Auf jeden Fall, hier kommt jetzt so eine Gleise hin. So. Aber es auch nochmal. Ach, da kommt noch Gleise. Ach, da geht es weiter. Warte, den wollen wir den Bereich noch mitnehmen. Mach das nochmal auch so ein bisschen Durchgang hier. Ja klar, verschwinden wir. Was machen wir so? Muss aufpassen, dass ich zu weit nachher in der Unterwasserstadt komme. So, dann machen wir es hier mal weg. Ah nein, das wollte ich nicht lassen, Oh Mann, oh, das wollte ich raschen. So, scheiße. So. So. Ja, macht das nämlich ein bisschen kaputt aus, wie viel das überhaupt nicht ist. Du machst hier weg. So, das ist ein kleines Designproblem. Also, ich finde das nicht so. Das muss auf jeden Fall weg. So. So. Und dann. Nein, das ist. So. Und dann mache ich das hier teilweise zu. Man kommt da nicht durch, ja? Geil, man kann sich auch nicht durchquetschen. Ja.
Ja, das wäre auch weg. So. So. Dann machen wir da neue Gleise hin, natürlich. So. Ja. So. So, jetzt komme ich nämlich durch. Moment. Tun wir hier nochmal. Gleise. Und dann, tun wir eben halt von der Lore hin, die ja eben halt gestrandet ist. So. Dann müssen natürlich auch vier Gleise noch hin. Was ist hier los? Was ist das hier? Durch. Die Dinge. Ja, was ist das hier? So. Ja, das ist schon wieder gefüllt worden. Ja. So. Ja. Naja, ich sag euch mal. Mal durch, ja. Ist in Ordnung. Da wird auch eine Tür hin. Tür. Okay, Tür, die brauche ich wieder. Brauche noch ein paar Gleise, weiß ich jetzt nicht. Ja, was die machen. So, hier. Und dann soll ich hier natürlich wieder eine Tür. Nein, das ist für dich. Dann brauchst du hier die Tür, ne? Das hast du aber gar nicht. Ja, die jetzt nicht mehr, die ist da. Aber mach nicht, wir machen es hier ein bisschen wilder noch. Das ist ein bisschen wilder. So. Okay. Ja, das ist wieder weg. Das ist so. Ich mach hier eine Tür raus. Ah, hier ist es. Okay. 20 Viecher, 20 von mir. Okay, ja. Yeah. Das ist alles. Ja, das ist gut. Okay.
hab die Kacke. So, das war schön. Ich dachte, das ist gut, was ich so gefunden habe. Ja, dieser Schädel. Schön. Der Schädel. Steinschwert. Steinschwert kannst du nicht. Seite hier, dann kann man das nicht machen. Dann kannst du nicht mehr geben. Kohle, bitte schön. Obwohl, nein, das muss ich nicht machen. Wo wird das hier schon hier? Ich habe auch noch ein Problem mit dieser Plattengeschichte, ne? Ich wollte gerne... Das war immer noch das Inventar. Genau, ich wollte gerne diese Plattenge. Ah, das ist ja auch. Das ist gut. Gleise brauche ich jetzt 100, aber jetzt zerstört. Ich mach lieber ein Schädel verschwinden. Hier, nimm mal die Kette. Ich kann gar nicht. Oh, mal, da fliegen sie nur durch die Gegend, aber die sind jetzt nicht gut. Ich hab nur einmal gespielt und ich hab nicht die Schleife gespielt. Ja. Das ist nicht richtig. Also ich kann auch kein Trichter ansetzen, das geht überhaupt nicht. So, jetzt gucken wir hier mal. Ah ja. Oh, hier. Oh, das ist schwer. Das ist auch noch schwer. So, ich habe das jetzt wieder zu so, das tun wir uns mal. Was das auch immer bringt, werden wir jetzt mal testen.
Moin. Das ist ein Gammelfleisch. So. So, wo nerven die noch rum? Praktisch. Irgendwo muss ich natürlich wegmachen, das wird nachher später nicht funktionieren. So, hängt sie da fest, dann kann man das nicht ganz nutzen. Hey. So, so sind natürlich keine Punkte, die ich gleich wollte. Ui, oh, das war der Spend. Wunderbar. So. Okay, dann müssen wir hier noch zumachen. Alles klar, dann machen wir hier noch zu und dann sind wir hier fertig jetzt mal. Warte, was wollte ich jetzt machen? Ich gehe hier gerade auf. Wir sollten es hier vielleicht auch zu machen. Wenn man hier nicht wieder groß aussondieren kann, was hier los ist. Das ist ja schwieriger. So, die Gold rein, ich mach das nur, dass hier die Wände weggeklopft werden. Dann halt wie es an der Stelle. So. 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 Die sich hier reinwagen, an Belohnung bekommen. Das ist mir noch nicht wirklich klar, was das werden soll. Also, wir haben noch ein bisschen einfach. Dann kommt das weg. Mhm. Achso, hier können wir ja nochmal so ein Tennis hin machen. Dorfbewohner einstellen noch, zusätzlich. Machen wir hier ein Doppelzug. Doppelzug. So. Zack, weg, weg. Ich kann dann bald beginnen. Ich muss dann nur noch die Story schreiben. Ich finde die Ausrüstung. So.
Ja. Ja, gut, ist alle da rein, kein Problem. Ja, geht drin. So, ich bin drin. Oh.